Laxmann-Jula-Brücke. Die wackelt ganz schön. Ja, die richtig arg wackelt. Unter uns ist der berühmte Fluss Ganges und wir sind in Rishikesh. So, wir sind heute extra früh aufgestanden. Ganz früh. Nee, stimmt nicht. Ist schon 2 Uhr. Heute wollen wir euch ein bisschen Rishikesh zeigen und auch, ja, wie das Essen hier so ist. Wie das Essen so in Indien ist, wie so die Streetfood-Stände ein bisschen aussehen. Gestern haben wir hier zu Abend gegessen und wir hatten leider nicht genug Bargeld dabei und mit der EC-Karte konnten wir nicht bezahlen. Und dann hat der Mann einfach gesagt, kommt doch am nächsten Tag vorbei und das machen wir jetzt auch. Hello. Why are you paying? No, hey, actually. Cool, oder? Die sind so lieb, die Leute. Haben die einfach gesagt, ja, toll, wenn ihr wollt, und wir haben gestern nicht gegessen und dann sind wir raus und er hat einfach vertraut, dass wir wieder kommen und bezahlen. Ja. Thank you. Welcome. Oh, was will er denn haben? Geld. Thank you. Welcome. Ja, wir versuchen immer zu helfen und manche wollen dann aber noch mehr und mehr. Jetzt hast du dem genauso viel gegeben, wie das gekostet hat. Ja. So halten wir die Balance. Genau. Das Essen hier in Indien, da wird noch sehr viel auf der Straße gekocht, auch frisch zubereitet, was sehr, sehr cool ist. Und was uns immer sehr gut geschmeckt hat, wir haben bis jetzt noch nicht ein einziges Mal schlecht in Indien gegessen. Wir sind schon fast 4 Wochen hier. Was wir halt auch sehen, ist, dass super viel mittlerweile Junkfood essen. Also man sieht genauso viele Junkfood-Läden, die dann Chips und Schokolade verkaufen. Und das ist auch die Ursache, warum es hier auch so viel Schmutz gibt, weil viel in Plastik verpackt wird. Aber prinzipiell bleibt festzuhalten, dass man hier sehr, sehr viel frisches und gutes Essen auch draußen auf der Straße essen kann. Und das solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren. Yay, okay, check it out. Sagen. Und zwar, die lieben hier das Maggi. Ihr wisst ja, diese abgepackten Suppen. Und die sind sogar stolz drauf. Ich glaube, es gibt sogar hier irgendwo eine eigene Fabrik, wo sie da ihre eigene Maggi-Produktion machen. Und total die... total die Experimente machen, dass es auch genauso schmeckt wie von zu Hause. Ja, also, they love Maggi. Oh, mir ist wieder so heiß. Okay, und was machen wir jetzt? Trinken und nach Hause. Übrigens, das ist zwar eine Plastikflasche, aber in ganz vielen Hostels gibt es hier so Tanker, wo du Wasser immer wieder nachfüllen kannst. Also, no, thank you. Schmeißt eure Plastikflasche nicht weg, weil in den meisten Hotels und Hostels kann man Wasser immer wieder nachfüllen lassen. Ja, wir haben uns letztens gerade drüber unterhalten, ne? Genau. Was wir geben und ob wir was geben und ob wir nichts geben. Und wir haben mindestens einmal am Tag jemandem was gegeben. Das haben wir immer gemacht, aber jetzt haben wir entschieden, dass wir doch eigentlich jedem was geben wollen. Also klar, wo wir uns auch sicher sind, dass sie es auch brauchen. Die meisten brauchen es wirklich. Und die haben halt einfach nicht die Möglichkeit, anders Geld zu verdienen. Und klar haben sie es vielleicht auch, aber... ich sag mal auch geistig vielleicht einfach, und wir wissen, dass wir immer die Möglichkeit haben, in Deutschland zurückzukehren und arbeiten zu gehen und Geld halt einfach wieder zu verdienen. Ja, das ist der Hauptpunkt, warum wir gesagt haben, wir geben jedem ein bisschen was, der fragt,
weil wenn jemand fragt, dann soll man ihm auch was geben. Wir haben genug und auch wenn es nur 10 Rupien oder 20 Rupien pro Person nichts, sind. Genau, und es hat auch nichts nur wegen genug, dass wir genug haben, nur wir wissen, wir haben das Glück, wo wir aufgewachsen sind, wir wissen, da wo wir zurückgehen, haben wir immer einen Job und die haben nicht die Möglichkeit, überall einen Job zu finden, so wie wir. Genau. Aber ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht, aber wenn man so viel Armut dabei im Haufen sieht, dann möchten wir auf jeden Fall was tun. Fazit von uns zu Rishikesh, oder? Ja. Und? Was sagst du? Rishikesh ist auf jeden Fall nicht so laut wie viele andere Städte, weil im Zentrum sind nur Roller unterwegs, keine Tuk-Tuk-Fahrer. Es ist auf jeden Fall... Nee, sind auch Autos unterwegs, Schatz. Ja, aber nicht in den Innenstädten, wo die ganzen nach der Brücke, weißt du, in der Innenstadt so. Da sind ja nur so Roller, aber keine Tuk-Tuk-Fahrer. Da sind keine Tuk-Tuks unterwegs. Außer so auf den Hauptstraßen. Und es ist auch sehr viel Müll. Also das fand mir jetzt nicht so geil, gerade in der Welthauptstadt des Yogas, wie Rishikesh immer beworben wird, findet sich richtig viel Müll. Ja, wir haben gedacht, so ein bisschen... Alle leben in Einklang mit der Natur und im sauberen Selbst, in einer sauberen Selbsterkenntnis. Ja. Aber da hört es auch mit der Sauberkeit auf. Das stimmt nicht so wirklich. Wir sind sehr froh, dass wir uns hier keinen Ashram gebucht haben, wo wir dann in irgendeinem schimmeligen Hotel, das haben wir schon gehört, die Dusche schmutzig, die Zimmer schimmelig und dann musst du da eine Woche lang Yoga machen und nee, das wollten wir nicht. Es gibt bestimmt andere Ashrams, aber die sind auch schweineteuer. Und wenn du halt etwas für normales Geld haben willst, dann musst du halt mit sowas rechnen und dann würde ich mich halt auch nicht wohlfühlen. Wir haben Yoga für uns selbst gemacht mit YouTube und fanden das ganz cool. Wir hatten ein schönes, sauberes Zimmer, das Hotel hier. Blue Jay können wir auf jeden Fall empfehlen, ist noch relativ neu, vielleicht in einem Jahr nicht mehr so aktuell die Info, aber noch ist es sehr sauber und echt cool. Und ansonsten haben wir Rishikesh sehr zum Ausruhen genutzt. Man kann hier viele lustige Abenteuersachen machen, wie Wildwater Rafting und auch Bungee Jumping. Allerdings mit dem Rafting ist das Wasser gerade nicht so gut, ist viel zu viel Wasser und Bungee Jumping, mehr wollte ich nicht machen. Ja. Irgendwann mal, aber nicht hier. Hier haben wir uns mehr ausgeruht und das ist echt perfekt für Leute, die ein bisschen Ruhe von Indien haben wollen. Ist es hier echt schön ruhig. Man kann auch so Yoga-Klassen, man muss ja nicht einen Ashram machen, man kann ja, wenn man möchte, auch so andere Yoga-Klassen besuchen, die man dann halt nur die Stunde quasi zahlt, die man halt in Anspruch nimmt. Genau. Ja, okay, dann... Das war's von uns aus Rishikesh. Wenn ihr das nächste Video angucken wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist, um nichts zu verpassen. Und wir machen uns jetzt auf zum nächsten Ziel. Genau. Wir sind einmal raus, Leute.